Zuletzt bei Paper Mario Color Splash. Im Colosseum wurden wir bereits zu einem Kampf eingetragen, ohne dass wir davon wussten. Es stellte sich heraus, dass Iggy uns eine Falle stellen wollte, indem er uns mit dem großen gelben Farbstern in den Kampf lockte, um uns zu besiegen. Leider, zumindest aus seiner Sicht, waren wir stark genug, ihn zu besiegen, und wir konnten uns den zweiten von 6 großen Farbsternen sichern. Nun haben wir also einen weiteren großen Schritt zur Rettung von Prinzessin Peach und der gesamten Insel gemacht. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Color Splash, dem, ja, für mich tatsächlich vom Erfolgsfaktor her etwas überraschendem Projekt hier auf dem Zeitkanal, was wirklich deutlich besser ankommt als gedacht. Man muss jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, dass dieses Game meiner Meinung nach einfach super beliebt ist. Und gerade hier auf dem Zweitkanal guckt ihr wirklich viele Projekte. Auch Projekte, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ihr sie guckt. Also wirklich Hammer. Und das hier ist jetzt die erste Folge, die ich nach der Gamescom recorde. Richtig, richtig crazy. Also alles, was ihr bisher einfach so gesehen habt, habe ich einfach teilweise auch vor der Messe aufgenommen. Beziehungsweise eigentlich alles, weil ich natürlich während der Messe nicht daheim war. Und ich habe auch von der Messe, Freunde, eine obligatorische Krankheit mitgebracht. By the way, wir gucken mal ganz kurz nach, was jetzt hier, mit was wir uns verteidigen. Ich denke, ein dreifach abgenutzter Hammer wird hier auf jeden Fall alles machen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wenn ich von der Messe wiederkomme, dass ich dann, oh damn, der dreifach abgenutzte Hammer reicht nicht mal ansatzweise. Dass ich dann auf jeden Fall irgendeine Form von Krankheit mit heimbringe. Aber es hält sich in Grenzen. Es sind ganz, 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 aua, 33 Damage! Es sind ganz, ganz, ganz leichte Halsschmerzen, die aber ansonsten voll fit gehen. Also, das ist jetzt wirklich nichts allzu Schlimmes. So, dann hauen wir meinen großen Schuh und noch meinen kleinen Schuh raus. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich jetzt zumindest in dem Zeitraum, wo ich jetzt diese Krankheit noch so ein bisschen habe, zumindest all die Folgen aufnehmen kann, die ich brauche. Ich werde jetzt nicht in eine große Vorproduktion gehen oder so. Das wäre sehr unvernünftig, weil ich glaube, ich damit mein Hals nur, noch mehr damagen würde, noch mehr beanspruchen würde, was ich natürlich nicht will. Aber zumindest das, was wir jetzt sozusagen, warte mal, kann ich darüber eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ich meine, wir müssen jetzt wieder Coin. Oh nein, die Coin ist hier noch nicht. Oh, jetzt kann ich ihm nicht entkommen. Okay, warte mal. Aus dem Kampf flüchten wir. Ja. Also, ne, wie gesagt, das ist der Punkt. Also, ich nehme alles auf, was geht. Ich hoffe, dass das ihr qualitätstechnisch keinen Unterschied in dieser Folge merkt. Also, ja, meinem Hals geht's gut. So, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, was ist denn das da oben? Was sitzt hinten oben im Rachen? Sind das die Mandeln? Nee, ich glaube, die sitzen, glaube ich, hier unten, oder? Ich weiß es gar nicht, ne? Auf jeden Fall, da merke ich, dass es das so ein bisschen entzündet, geschwollen ist, whatever. Aber ich kann eigentlich wirklich sehr, sehr gut quatschen. Dementsprechend glaube ich, dass es das ganz gut wird. Ah, wir haben hier beim letzten Mal Iggy besiegt. Na, wir haben ja den zweiten Boss besiegt, was sehr, sehr, sehr cool war. Und warte mal, wenn ich jetzt hier lang steppe, warte mal. Komme ich an dem vorbei, ohne getroffen zu werden? Nee, noch nicht so ganz. Wait a minute. Ja, doch, komme ich. Und jetzt muss ich einfach nur darüber hüpfen. Yes! So, und dank des großen gelben Farbsterns, den wir dann von Iggy bekommen haben, stehen wir jetzt hier vor dieser eingefärbten Riesenmünze. Oh, noch eine riesige Wand, die uns den Weg versperrt. Warte mal. Oh yeah. Jetzt ist Zahltrag. Der große gelbe Farbstein hat die Münze für uns eingefärbt. Nun sind wir aber wirklich reich, Mario. Wir können Leute anheuern, um die Farbsteine für uns zu suchen und selbst am Strand liegen. Was? Das hat nur als eine Münze gezählt? Menno, dabei war sie so groß. Das ist nicht fair, das war's dann wohl mit dem Faulenzen am Strand, Mann. Ja, scheiße, ne? Musst du wohl doch noch arbeiten, Fabian. Und wir haben aber in diesem Level schon die goldene Fahne, das heißt, wir haben schon alles eingefärbt. Bedeutet, wir können jetzt hier diesen kleinen Farbstein mitnehmen, damit das Level abschließen und damit den Mammutforst erstmal hinter uns lassen. Und wir kriegen schon wieder eine Münze für eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Okay, alles klar. Die Frage ist, wo befindet sich die? Und dieses Level kommt als nächstes. Oh mein fucking Gott, das ist eines der geilsten Level des gesamten Spiels. Oh
Boy, geil, ja. Den Shit brauche ich. Den Shit brauche ich. So, und hier taucht jetzt auch nochmal eine Nachricht von Peach auf. Okay, also wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Es gibt eine neue Schnick-Schnack-Schnuck-Arena, ja. Sehr, sehr, sehr crazy. So, und hier ist auch Meister Schnuck aufgetaucht und den kümmern wir uns auch noch. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Wir gucken jetzt erst, was hier abgeht. Vulkan Sienna mit einer Nachricht von Prinzessin Peach. Warum auch immer die hier oben landet, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen können, aber wir gucken mal. Hi! Peach Post 3. Mario, es scheint, dass diese Luftgaleere sehr bald an ihrem Zielort ankommt. Doch wenn ich mich umsehe, ist dort nur ein endloses Wolkenmeer. Wir müssen uns unermesslich hoch über dem Boden befinden. Oh, was geschieht nun? Fliegt das Schiff etwa in etwas hinein? Doch wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind wir hier nur? Oh boy. Okay, wir können uns hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen weiter umgucken. Hey Bro, was machst du hier? Im Vulkanverhältnis ist hier in meiner Ecke richtig schön kühl. Das ist der einzige Zufluchtsort vor der Gluthitze und er gehört mir. Okay. Alles klar, was geht denn hier ab? Hier ist es so heiß, da fliegt einem ja der Deckel von der Dose. Muss ja daran liegen, dass wir gerade wenigstens in einen Vulkan reinmarschiert sind. Wo wir gerade über Offensichtliches reden. Fall mir bitte nicht in die Lava, okay? Ich kann das Level spielen? LOL! Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich kann das Level zocken. Aber wartet mal. Ich weiß noch von meinem ersten Playthrough, dass ich hier, glaube ich, einen bestimmten Gegenstand brauche. Aua, das sind 30 Damage. Wir sehen uns sofort wieder. So, auf dem Weg in die Stadt habe ich jetzt gleich noch einen kurzen Umweg hierher ins Museum gemacht, weil mir eingefallen ist, dass wir hier eigentlich auch mal wieder ein paar Sachen abgeben können. Gerade Dings, quasi gerade Dingse haben wir wirklich einiges mitgenommen. Und auch Gegnerkarten konnten wir einige praktische mitnehmen. Dementsprechend dachte ich mir, geben wir doch hier mal ganz kurz was ab, auch wenn es nur wirklich sehr wenige sind. Ich konnte jeweils hier bei den Angriffs- und Gegnerkarten jeweils nur einen Kollegen abgeben. Aber hey, ich denke mir, besser als nichts. Alles, was wir jetzt schon abgeben, müssen wir später nicht mehr abgeben. Und das ist das, was wichtig ist. So, aber ich glaube, gerade bei den Dingsgegenständen müssten es noch einige sein. Weil wir haben doch im Kolosseum allein schon zwei Dingse, glaube ich, gefunden. Der Flaschenöffner, genau, und der Eispickel. So, die folgen wir einmal beide hier rein. Und dann hätten wir zumindest das hier schon wieder abgegeben. Ich zeige euch das auch immer, damit ihr einfach da den vollen Überblick habt. Und jetzt nehme ich mir ein, zwei Dingse mit, von denen ich glaube, dass wir sie brauchen. Ich sag's euch aber noch nicht. Und dann gucken wir mal, ob ich recht hatte oder nicht. Okay, Freunde, ich bin wieder zurück. Ich habe auch noch ein paar Karten verkauft. Einfach, was weiß ich, so alte Sprungkarten, K.O.-Hammer, Hüpfpushen und so weiter. Um auch einfach im Kartenladen wieder ein paar Karten einzukaufen. Ich habe große Hämmer, Doppelsprünge und ich glaube Eisblumen gekauft. Ich dachte mir, Eisblumen in einem Vulkan. Na, das kann nicht schaden. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, ob wir das Level hier überhaupt spielen können. Weil irgendwie, wie es aussieht, kann ich es glaube ich nicht spielen, weil hier schon Sackgasse ist. Genieß den Anblick. Findest du nicht auch furchtbar inspirierend? Nun ja, vielleicht vor allem furchtbar. Auf jeden Fall hat mich dieser Ort inspiriert, meine Reitertätigkeit ab morgen noch fleißiger nachzugehen. Bis dahin werde ich meinen Mut durch das Verspeisen von richtig scharfen Papironi unter Beweis stellen. Gelbe Ritter sind Nummer 11 bereit zum Einsatz. Jetzt habt ihr überhaupt gerade den Port Prisma. Okay, also ich meine, prinzipiell, dass wir ihn gefunden haben, ist gut. Aber ich glaube, das Level geht jetzt hier nicht weiter, oder? Der Ausflug ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Man wird das Gefühl nicht los, dass da noch mehr dahinter steckt. Allerdings geht hier momentan nicht gerade die Post ab, oder? Du könntest natürlich ein bisschen über die Lava laufen. Oder wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Okay. Ich schaue mir das Ganze hier nochmal in Ruhe an. Ist jetzt hier wirklich schon Feierabend? Oder kann ich hier... Nee, da hinten sind doch auch Dudes. Warte mal, es gibt hier noch einen zweiten Weg, oder? Wie komme ich darüber? Hallo? Hier muss es doch irgendwo weitergehen, oder? Oder nicht? Okay, ich glaube, hier ist erstmal Feierabend. Kann ich dich angreifen? Nee, kann ich nicht. Okay. Alles klar. Ich dachte tatsächlich, ich kann dieses Level jetzt schon spielen.
Dann hat sich das aber erstmal erledigt. Welchen Dingstick ich aber geholt habe, erzähle ich euch trotzdem nicht. Na, das soll für alle, die blind zu gucken, noch eine kleine Überraschung sein. Sollte ich recht haben. Ich meine, das ist auch noch nicht mehr ganz sicher. So, dann würde ich aber tatsächlich vorschlagen, spielen wir jetzt die Schnick-Schnack-Schluck-Arena. Weil auch das ist eine Sache, die wir tun müssen. Und gerade eben, nachdem man immer so ein kleines Kapitel abgeschlossen hat, wie jetzt in dem Fall beispielsweise jetzt den zweiten großen Farbstern, kommen einfach so ein paar kleine Aufgaben auf einen zu, die immer wieder erledigt werden müssen, die aber auch einfach so ein bisschen diese Paper Mario-Erfahrung meiner Meinung nach ausmachen. Und auch wenn das natürlich offiziell keine Open World ist, was man so festhalten muss, finde ich, wird durch die Levelkarte eine sehr gute Open World simuliert, wenn ihr versteht, was ich meine. Willkommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 2. Jo. Ich würde gern gewinnen. Habt ihr Tipps? Dein erster Gegner ist unheimlich stolz auf seine spitzen Stacheln. Ich glaube aber, seinen harten Panzer findet er auch gut. Okay, also Stein oder Schere, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn wir selber Stein spielen, sollten wir gewinnen oder unentschieden haben. Wenn man so aussieht wie dein Gegner in Runde 2, dann wird man vermutlich niemals eine Schere in die Hand nehmen. Okay, und der zweite nimmt Papier oder Stein, dann nehmen wir da einmal Papier. Okay, das heißt, erste Runde Stein, zweite Runde Papier und dritte Runde ist, as always, Glück. So, na dann, Freunde, seid ihr ready für eine neue Runde Schnick, Schnack, Schnuck oder Schnick, Schnack, Daumen hoch? Gut, war ein guter Übergang, oder? War ein guter Übergang. Okay, ich bin ready. Ich bin bereit. Ich werde das mal nicht weiter vorlesen, weil das wirklich immer einfach dasselbe Gebrabbel ist. Aber ihr meintet, ich soll doch bitte ein bisschen die Gegnerbeschreibungen vorlesen. Die sind wohl tatsächlich manchmal recht interessant. Die habe ich beim letzten Mal wohl geskippt. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Schauen wir uns ab jetzt an, Freunde. So, der Frischling, genau. Mr. Mario. So, wir wissen, wer wir sind, aber jetzt. Und in dieser Ecke die Kreatur, die sich für die Vernichtung so manch unschuldiger Stiefelsohle verantwortlich zeigt. Ein Gegner, der wahrhaftig zu Spitzenleistung fähig ist. Tachi! Yeah. Okay. So, und gegen den Kollegen spielen wir immer Stein, haben wir gesagt, weil er entweder Schere oder Stein spielt. Das heißt, mit Stein sind wir auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Zack. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir damit eventuell schon die erste Runde für uns entscheiden? Jawollo! Nicer Rhino. Sehr gut. So, das gibt wieder ordentlich Cash. Wir haben aktuell 6400 Münzen. Wir haben ein bisschen Geld verloren, weil ich, wie gesagt, ein, zwei Dingsticker noch gekauft habe. Für das eventuelle Vulkanlevel, welches wir dann eventuell nicht gespielt haben. Der Gegner in der zweiten Runde, wer ihm in die Augen schaut, läuft Gefahr, spontan in Flammen aufzugehen, und sein Panzer trägt diese Bezeichnung völlig zurecht. Mit einem Namen so schnörkellos wie sein Schnick-Schnack-Schnuck-Stil begrüßen wir gemeinsam Kikakoki-Kikakoko-Käfer. Wow, Kikakoki-Kikakoko-Käfer. Was ist das für eine Aussage? Okay, so, aber es hieß, bei seiner Form nennt er, glaube ich, nie einen Spitzengegenstand. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen Papier und sind damit immer auf der richtigen Seite. Okay, also, Papier ist von meiner Seite aus gespielt. Die Frage ist, ob er auch Bock hat zu gewinnen. Jawollo! So! Und jetzt können wir wieder mutmaßen, Freunde. Jetzt können wir wieder mutmaßen, was Meister Schnuck in seiner dritten Runde spielen wird. Das ist ja immer das Schwierige. Er ist halt, glaube ich, komplett random, der gute Meister Schnuck. Dementsprechend, I don't know. Ich weiß es nicht. Das ist, ob es da ein System gibt. Viele sagen, er ist only RNG. Ich meine immer, irgendeine Form von Muster erkennen zu können. Wir geben einfach mal unser Bestes. Wir haben jetzt, wie gesagt, der erste hat sozusagen Schere Steine mal eingesetzt. Der zweite hätte Stein Papier mal eingesetzt. Und die letzte Kombination, die jetzt noch fehlt, ist Schere Papier. Das heißt, ich spiele jetzt Schere. Und hoffe, dass ich damit gewinne. Aber es ist wirklich reine Spekulation. Es kann auch einfach wirklich nur pures Glück sein. Ist es aber nicht. Wir gewinnen erneut die zweite Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Es ist zu mild. Geil. Und ich muss jetzt mal ganz kurz Nase putzen gehen, Freunde.
weil meine Nase läuft. Gib mir einen ganz kurzen Moment. Ich bin wieder da. Außerdem gibt es ein brandneues Kart. Moment mal, der kriegt ein Auto? Ah nee, sorry, es ist natürlich eine brandneue Karte. Yeah! Und da ist die Iggy-Karte. Die brauchen wir aber mal sowas von dringend fürs Museum. Jetzt haben wir 8100 Münzen. Das ist insane. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, es ist sogar bei 9999 Münzen gelimited. Das heißt, wir können dann wirklich demnächst mal im Kartenladen nicht nur die ungefärbten Karten kaufen, sondern sogar auch die gefärbten. Weil die ungefärbten kosten, glaube ich, so 20% vom Preis der Karten, als wenn man sie gefärbt kaufen würde. Aber schon crazy, ne, wie viel Geld man hier bekommt. Nice! Damit ist auch die zweite Schnick-Schnack-Schnuck-Arena erstmal abgeschlossen. Das schmeckt. So. Und wir haben jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie gesagt, wir werden beim nächsten Mal einen ganz, ganz dicken, ultra-epischen Part haben, wenn wir hier Hotel Ultramarino spielen. Oh mein Gott, wird das krass. Für alle, die blind gucken, ihr werdet dieses Level vergöttern. Es wird so episch, vor allem wird es ein langer Part auch. Und alle, die wissen, worauf wir uns einlassen, die wissen, worauf sie sich freuen können. Wir schauen uns aber nochmal ganz kurz in den Bonsai-Hain, denn das ist auch noch ein Level, welches wir betreten können. Ich habe aber beim besten Willen keine Ahnung, ob es hier für mich weitergeht oder nicht oder was hier los ist. Hier ist ja auch alles so riesig. Dieser Kamek muss ein ganz schön mächtiger Magier sein. True, true. Okay, so, dann schauen wir doch mal. Und schaut mal, wer ist denn da? Ein Toad! Plötzlich war dieser Schreiger und zuerst dachte ich mir noch, der sagt mir Hallo. Und das ist mit dem Strohhalm auf mich losgegangen. Ich dachte, er lässt mich vielleicht in Ruhe, wenn ich so tue, als wäre ich ein Baum. Aber na, das mache ich manchmal reflexartig, er hat's gemerkt. Ich schätze an meinen Schauspielkünsten, muss ich noch arbeiten. Hau rein! Es kann halt doch immer noch sein, dass wir irgendwo auf den Rettertod treffen, so wie wir einfach total random in den Vulkanleveln den Rettertod getroffen haben. Kann... Ja! Schaut mal, Freunde! Hier ist nämlich ein gelber Rettertod. Okay, okay, okay. Moment. So, dann färben wir jetzt hier erstmal ganz, ganz doll weiter. Großer Sprung. Sehr schön. Und hier ist auch ein Farbstern. Oh mein Gott. Auch dieses Level können wir abschließen. Alles klar, aber dann reden wir jetzt erstmal mit dem Kollegen, weil das ist der gelbe Anführer, glaube ich. Ich bin der Anführer der gelben Rettertauts. Wir sind hier, um dich bei deinem Abenteuer nach Kräften zu unterstützen. Ja, zumindest theoretisch. Wir wurden informiert, dass diese Rübe den Weg versperrt, also sind wir gleich angerückt. Aber keiner der 11 Toads meines Trupps ist bisher angekommen. Bin mir nicht sicher, ob sie meinen Zettel am Kühlschrank gesehen haben. Wenn du gelbe Rettetoads in der Retterrotunde in Port Prisma siehst, schick sie hierher. Okay, also 11 gelbe Toads brauchen wir, bevor es hier für uns weitergeht. Dadurch wird uns quasi erstmal dieser Ort der Oberwelt versperrt, sage ich mal, dass es hier noch nicht weitergeht. Das ist ja ganz häufig, dass man hier immer auf irgendeine Form von Hindernis trifft. So, aber dann konnten wir jetzt auf jeden Fall diesen Farbstein noch mitnehmen, was sehr angenehm ist. Dadurch kriegen wir jetzt hier auch nochmal eine Verbindung nach hier oben. Okay. Ey, wie viele Level öffnen sich uns denn? Und wo geht's denn hier für uns weiter jetzt überall? So, aber da brauchen wir die gelben Rettertoads. In Ordnung. So, wir haben aber, wie gesagt, noch eigentlich immer noch ein bisschen was zu tun. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit nach. Okay, ich wollte eigentlich nachschauen, ob noch bei dieser Toad-Quest in Port Prisma etwas weitergeht. Denn diese Toads, die sich da treffen wollten, ne? Aber noch nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir schauen auch noch mal ganz kurz hier in die Bistro-Oase. Weil ich glaube nämlich schon, dass es jetzt in dem Hotel Ultramarino weitergeht. Und allgemein dann im blauen Teil der Karte. Das heißt aber, dass wir hier auch erstmal auf irgendeine Form von Hindernis treffen werden. Wahrscheinlich. Und ich will halt wissen, was das ist. Weil dann wissen wir auf der einen Seite, was wir sammeln müssen. Und auf der anderen Seite gibt es hier ja eventuell auch noch einen Rettertod, den wir finden müssen. Die Option gibt es ja auch immer noch. Und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal hier ganz entspannt schauen, was abgeht. Oh boy. Ja, da ist ein gelber Rettertod. Oh nein, das ist ja noch eine von diesen riesigen weißen Flächen. Wie gruselig. Sind das etwa Toads? Genau in der Mitte? Ja, kann ich das eigentlich färben? Nee, okay. Lol, doch. Schaut mal, wir hinterlassen lila Flecken. Unmöglich, du wirst es niemals schaffen. Okay. Ich meine, theoretisch glaube ich schon, dass es machbar ist, aber das Spiel hat mit Sicherheit eine Möglichkeit, das zu verhindern. Man kann sich aber mal gucken, was hier abgeht.
Das wäre jetzt schon spaßig, wenn das irgendwie möglich wäre, wenn man viel Farbe findet. Aber hey, alles gut. Lassen wir die Fleck mal. Aber hier unten sehe ich noch einen weißen Stein. Das heißt aber, wenn wir den lila Farbstern finden, dann geht es wahrscheinlich weiter. Und wir haben den fünffach abgenutzten Sprung gefunden. Den hatten wir noch nicht. Den können wir dann gleich ins Museum bringen. Ach ja, so lässt sich's leben. Du willst doch nicht gerade jemanden retten oder so. Denn ich will nicht, dass meine Auszeit hier vorbei ist. Niemals! Tut mir leid, meine oberste Priorität besteht gerade, Leute vor der Sommerhitze zu retten. Obwohl, du hast ja nur für 3 Stunden bezahlt und die sind jetzt genau vorbei. Sorry, aber wenn ich weitermachen soll, dann musst du mich erneut buchen. Hau rein! Gelbe Retter Nummer 5 bereit zum Einsatz. Jetzt ab zum Rapport und zum Anführer. Yeah! Den nächsten gelben Retter dort gefunden. Hey Mario, also ich weiß es echt zu schätzen, dass du den langen Weg hierher gekommen bist, aber ich habe keinen Tisch, okay? Wenn es dir nichts ausmacht, an der Bar zu sitzen, schaffe ich es vielleicht noch, dich reinzuquetschen in 3 Jahren oder so. Was soll ich sagen, das Geschäft läuft so gut wie nie zuvor in der Bistro-Oase. Wir sind gerade in der hellste Stern am Firmament, mit Ausnahme vielleicht des Sterns, den ich vom Firmament geholt habe. Was? Stern vom Firmament? Mario, ich bin mir ganz sicher, dass ihr über einen Farbstern redet. Entschuldigung, Gastroguru, gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit für uns, die Reservierung zu beschleunigen? Vielleicht, wenn wir Ihnen für ein paar Stunden Luft zu fächeln? Keine Chance, Mann! Wenn ich für Mario eine Ausnahme mache, wollen die anderen auch. Was kommt als nächstes? Tisch für 4 auf den Namen Luigi? Am liebsten heute noch? Nicht in meiner Bistroase. Außerdem habe ich heute noch eine Pediküre. Tja, Mario, da müssen wir uns wohl etwas einfallen lassen. Ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt würde ich aber vorschlagen, färben wir auf jeden Fall das hier noch ein. Ne? Alles, was wir an weißen Farbflecken jetzt schon mal beseitigen können, würde ich sagen, machen wir jetzt auch. So, hier geht es nicht für mich lang, aber kann ich durch die Röhre dort hoch? Das ist die Frage. Gastroguru Toad Bistroase, okay. Na dann. Let's go! Sehr gut. So, da vorne ist auch eine Röhre, aber ich glaube, die ist irgendwie verstopft. Sehe ich das richtig? Ja. Durch diese Röhre kommt so schnell niemand durch. Die ist voller Sand oder so. So, ach, und die wollen jetzt alle in die Oase. Aber da ist halt abgesperrt, weil der Dude da unten chillt. I see, I see. Okay, dementsprechend geht's auch hier erstmal nicht für uns weiter. Nee, das Restaurant ist so exklusiv, dass ich noch nicht mal der Inhaber, reingelassen wird. Ich will einen Gastroguru treffen. Er ist so eine Legende. Okay, die fallen dann alle hardcore. Ja gut, aber dann wissen wir auch, dass es hier erst für uns weitergeht, wenn wir den pinken Farbstern gefunden haben. Zumindest haben wir immer pinke Farbe aus unserem Hammer rausgelassen, als wir da drauf geprügelt haben. Leute, ich habe ihn noch nicht eingefärbt. What? Okay, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir. Dann haben wir uns jetzt einen guten Überblick über die gesamte Weltenkarte gemacht. Wir haben jetzt schon verschiedenste Orte gesehen, den Vulkan, den Bonsaihain, jetzt hier die Bistro-Oase. Wir haben das Hotel Ultramarino freigeschaltet und jetzt kommt hier der Ganoven-Guy. Holy shit. Und ich glaube, gegen den Kollegen muss ich, glaube ich, kämpfen. Genau, und wenn der jetzt hier alles aufsaugt, dann müsste ich das ganze Level nochmal einfärben. Das ist ziemlich übel. So, was aber hier tatsächlich sehr spannend ist in diesem Kampf, dass man auch von ihm eine Gegnerkarte bekommen kann. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich spannend. Ich setze mal hier einen Hochhammer und einen Powerblock ein. Dadurch, dass ich von der Farbe geblendet bin, können meine Angriffe daneben gehen. Aber wir schauen einfach mal, was abgeht. Ja, das geht nämlich daneben. Deswegen dachte ich mir, mache ich noch den Powerblock. Nein, ich verfehle beides. So. Und von ihm braucht man, wie gesagt, auch die Gegnerkarte. Aber auch die spawnt eben erst, wenn man sozusagen oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegnerkarte spawnt, ist auch hier erst höher, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Dementsprechend machen wir ihn jetzt erstmal mit dem Powerblock, sag ich mal, wie nennt man das? Unmobil? Nee, wir fixieren ihn? Nee, auch nicht. Wir machen ihn kaputt, okay, wir zerknitteln ihn einfach. Wir zeigen ihm, wo der Hammer hängt, indem wir mit unserem Huchhammer auf ihn einprügeln. Und das ist halt echt übel. Teilweise das kann halt auf der einen Seite der Map spawnen, während man selber auf der anderen Seite der Map spawnt. Und dann hat er einfach das Level ausgesaugt, bevor man überhaupt ankommen kann. Und dann darf man das ganze Level nochmal einfärben. Super frustrierend. Aber wie gesagt, oben Loch, hier gelbe Retter-Toads. Und dann haben wir noch das Vulkan-Level oben, wo es auch nicht für uns weitergeht. Wir haben die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena geschafft.
Und beim nächsten Mal kommt der alles zerberstende Part. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das Hotel Ultramarino. Wir sehen uns. Danke fürs Dabeisein. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Imposon, Lux Arcadia und Sir & Kimura für die Riesenkanalmitgliedschaft.